Herzlich willkommen bei Natürlich Pflegen und Heilen. Wir kommen zu einem ganz einfachen Rezept heute. Das ist ein Zwiebel-Hustensirup. Was wir dazu brauchen, wie der Name schon sagt, ist eine Zwiebel. Wir haben hier einfach klein gehackte Zwiebel in einem Glas. Und als zweite Zutat brauchen wir dazu Honig. Und mit diesen zwei Zutaten, die wir jetzt miteinander vermischen können, stellen wir ganz einfach einen Hustensirup her. Die Zwiebel ist wirklich ein Alleskönner. Zum einen in der Küche schmeckt sie sehr gut, aber zum anderen ist sie auch bei Erkältungen wirklich ein hilfreiches Mittel, das eigentlich fast überall immer zur Hand ist und deswegen auch wirklich sehr gut einzusetzen ist. Wir geben hier jetzt einfach genügend Honig dazu und vermischen das dann gut mit der Zwiebel. So, der Honig enthält nämlich bestimmte Enzyme, die der Zwiebel den Saft, die Feuchtigkeit, die Flüssigkeit entziehen. Seht, am Anfang ist so ein bisschen zäh die ganze Masse, aber Stück für Stück löst sich dann nachher der Saft aus der Zwiebel und man hat einen wunderbaren Hustensirup, den man auch sehr gut für Kinder verwenden kann. Allerdings nicht für Kleinkinder unter einem Jahr, weil da der Honig eher zu vermeiden ist, weil er einfach zu Beschwerden beim Atmen führen kann und zu Lähmungen. Gut, es ist wichtig, das Ganze wirklich gut zu vermischen. Wir brauchen auch gar nicht so viel Honig, dass es jetzt schon sehr flüssig wird, weil der Honig macht die Arbeit von alleine, dass er die Flüssigkeit rauszieht und es wird Stück für Stück noch flüssiger werden. Gut. Das Ganze, wenn es gut vermischt ist, man stellt es dann einfach an einen warmen Ort und lässt es eine Weile stehen. Man kann es auf die Heizung stellen, dann geht es ein bisschen schneller. Wir lassen das jetzt hier mal einfach stehen. Gut, ich möchte euch noch ein bisschen was zur Zwiebel erzählen. Die Zwiebel wirkt zum einen rasch schleimlösend, was bei Erkältungen immer sehr gut ist, dass sich einfach der ganze Schleim, sei es jetzt bei Husten, bei der Bronchitis, löst und rauskommt. Wirkt auch schmerzstillend, wenn man Ohrenschmerzen hat, Zahnschmerzen. Ist auch da sehr gut anzuwenden. Hilft auch bei Insektenstichen, dass sie antibakteriell ist, auch desinfizierend. Das heißt, wenn eine Biene gestochen hat, eine Zwiebel halbieren, einfach auf den Stich drauflegen und das wirkt sofort, die Linderung tritt sofort ein. Und der hohe Schwefelgehalt bei der Zwiebel, der regt auch den Stoffwechsel an. Also es ist wirklich was, was sich lohnt, immer im Haus zu haben. Gut, ich möchte euch gerne noch eine Erfahrung dazu erzählen, wie mir das auch schon wirklich sehr geholfen hat. Ich war unterwegs auf einem Boot und Apotheke weit weg, auch sonstige andere Dinge, wirklich alles weit weg. Und was tun? Eine Erkältung fing an. Und dann fiel mir ein, oh, es gibt Zwiebeln, mit denen man diesen Zwiebelsirup machen kann. Und habe die Zwiebel klein geschnitten, den Honig dazu, wie eben hier gezeigt. Davon stündlich immer wieder eingenommen von diesem Sirup. Habe noch eine Zwiebel klein geschnitten, die ätherischen Öle von der Zwiebel, die uns oft so zum Weinen bringen, weil die Zwiebel so scharf ist, einfach klein geschnitten, in ein kleines Säckchen rein und aufgehängt über dem Bett. Und allein das Einatmen der ätherischen Öle von der Zwiebel, die bringen schon so viel, dass es wirklich auch hilft, die Erkältung zu lindern, dass der Schleim abgehustet wird. Und das war für mich wirklich eine schöne Erfahrung, weil was tut man, wenn man keine anderen Hilfsmittel parat hat, was man sonst gegen eine Erkältung machen könnte und war wirklich sehr hilfreich. Gut, ich möchte gerne noch eine Erfahrung mit euch teilen von einer Freundin von mir. Und zwar, sie war bei Besuch zu mir und dann wurde sie krank. Sie hat dann gesagt, Nicole, ich brauche unbedingt einen Arzt, ich komme nicht ohne Medikamente aus. Ich habe gesagt, kein Problem, wir haben 8 Ärzte im Haus. Und sie so, das ist ja wunderbar, 8 Ärzte gleich. Und ich so, ja, natürlich, 8 Ärzte. Und die 8 Ärzte sind die 8 natürlichen Heilmittel. New Start. Jeder von diesen Buchstaben steht für einen Begriff. Das ist ein Akronym. Und zu diesen Heilmitteln gehört eben unter anderem auch ein Zwiebelsirup und verschiedene andere Dinge, die man einfach mit Dingen machen kann, die man zu Hause hat. Sie hat dann gesagt, ja, ich bin mir da nicht so sicher, ob die Dinge auch wirklich wirken. Können wir nicht trotzdem zur Apotheke fahren und einfach vorsichtshalber doch noch ein paar Sachen einkaufen, falls es nicht hilft. Ja, können wir gerne machen, aber
wenn dann nachher doch die Sachen helfen und du hast Medikamente auch genommen, dann wissen wir ja gar nicht, was wirklich geholfen hat. Ja, stimmt. Gut, dann probieren wir es einfach mal aus und dann sehen wir schon, wir können immer noch zur Apotheke fahren. Wir haben lauter solche Sachen ausprobiert, heiße Fußbäder, Zwiebelsirup, russisches Penicillin und nach ein paar Tagen die Erkältung war wie weg und es war so eine schöne Erfahrung für sie und aber auch für mich. Und seitdem ist sie begeistert von all diesen natürlichen Sachen und sobald sie eine Erkältung hat, greift sie auch zu diesen Dingen und wendet sie an. Gut, wir schauen noch mal nach unserem Sirup. Gut, wir haben jetzt hier, wir sehen, es kommt schon mehr Flüssigkeit. Wir werden das Ganze aber einfach noch eine Weile stehen lassen und dann später noch mal schauen, wie viel Saft draußen ist und dann zeige ich euch, wie man das weiter anwendet. Gut, wir haben gestern unseren Zwiebelhustensirup angesetzt und wir schauen jetzt mal, was er macht. Wir sehen jetzt, hier hat sich schon einiges an Flüssigkeit abgesetzt und wir werden das Ganze jetzt mal abseihen, dass wir sehen, was da wirklich an Flüssigkeit rauskommt. Wir haben einfach ein kleines Sieb und noch ein extra Glas. Und ich gebe das hier mal Stück für Stück durch. Gut, wir lassen es mal bei dieser Menge. Also ihr seht, was ungefähr rausgekommen ist. Man kann das sich wirklich immer wieder frisch zubereiten dann. Und von diesem Hustensaft nimmt man dann jetzt einen Teelöffel pro Stunde und er hat wirklich diesen konzentrierten Zwiebelsaft in sich drin, der einfach hilft, den Schleim zu lösen. Für Kinder ist wirklich ein sehr, sehr gutes Mittel, weil sie wirklich durch den Honig einen ganz angenehmen Geschmack haben und dann gerne diesen Hustensaft nehmen. Gut, dann gute Besserung.